Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. 7.4, Ebenen im Raum, Teil 2. Also heute nichts Neues. Heute zum größten Teil Aufgaben zu dem alten Thema. Denn ihr seht die Zeichnung vom letzten Mal. Wir haben hier wieder eine Ebene eingezeichnet, einen Punkt und zwei Pfeile und die Ebene in Parameterdarstellung hier auch dargestellt. Und womit wir uns heute beschäftigen, blickt ein irgendein beliebiger Punkt auf dieser Ebene. Denn diese Ebene ist ja nicht nur durch diese gelbe Fläche im Endeffekt dargestellt, die geht in alle Richtungen unendlich weiter. Der Teil macht hier schon mal einen Punkt Q. Ja, was meint ihr? Liegt der Punkt Q eben auf dieser Ebene? Ja, zeichnerisch können wir das nur ganz schwer machen, denn dieses Schrägbild hier versucht ja sozusagen nur das Dreidimensionale rüberzubringen. Hier ist ja keine dreidimensionale Zeichnung drin. Und selbst wenn wir ein 3D-Koordinatensystem zeichnen können, ihr könnt euch erinnern, dann kann es sein, man meint, ein Punkt liegt irgendwo, aber wenn man den Blickwinkel ein bisschen ändert, sieht man, der liegt da gar nicht drauf. Also zeichnerisch geht das gar nicht. Wir müssen das Ganze rechnerisch machen. Ganz wichtig, im Dreidimensionalen nie messen, das funktioniert meistens nicht. Und wie es rechnerisch geht, zeigen wir euch jetzt. Aufgabe 1. Gegeben ist die Ebene E, großes x gleich 201 plus r mal 135 plus s mal 2 minus 11. Wichtig, r und s sind Elemente der reellen Zahlen. Gewöhnt euch schon mal an, das immer mit dazu zu schreiben. Und wir sollen überprüfen, ob der folgende Punkt in der Ebene liegt. Zwei Punkte sind gegeben. Für den ersten probiert es gleich mal aus. Wir zeigen euch die Lösung in 3, 2, 1. So, wir verfahren folgendermaßen, und zwar machen wir eine Punktprobe, genauso wie wir es vor einigen Videos gemacht haben bei der gegenseitigen Lage von Geraden. Wir nehmen den Punkt A und setzen ihn in die Parameterdarstellung der Ebene ein. Das habe ich hier gemacht. So. Jetzt verfahren wir auch wieder ähnlich wie bei der gegenseitigen Lage von Geraden. Als wir damals Geraden gleichgesetzt haben, wir versuchen jetzt ein lineares Gleichungssystem zu erzeugen. Dafür holen wir das 201 rüber auf die andere Seite. Dann steht hier 5, 1 und 7. Und hier drüben bleibt die beiden Vektoren mit R und S. Da schreiben wir jetzt die drei Zeilen wieder einzeln und schon haben wir ein lineares Gleichungssystem. Wir haben es jetzt hier mal bewusst von Hand gelöst, damit wir das auch mal wieder gesehen haben. Wir versuchen also zunächst mal in Zeile 2 und in Zeile 3 vorne das R jeweils wegzukriegen durch Multiplikation mit minus 3 und mit minus 5 und aufaddieren der Zeilen. Dann bleibt das hier übrig. Zwei Zeilen, denen S vorkommt. Beide Male kriegen wir für S gleich 2 raus. Das sieht schon mal sehr gut aus, dass es LGS lösbar ist. Oh, haben Sie da nicht was vergessen, Herr Thein? Was habe ich denn vergessen? SS unterstreichen immer, ja, wenn man eine Lösung hat. Natürlich, wir unterstreichen die Lösung. Und freuen uns. Yeah! Das war aber nicht richtige Freude. Beim R1 auch unterstreichen. Ich sehe es jetzt schon. Gut, da freue ich mich richtig. Yeah! Genau, denn wir haben das S gleich 2 eingesetzt in die erste Zeile. Und dann noch minus 4. Und dann kriegen wir raus R ist gleich 1. Das heißt also, es gibt einen Wert R und einen Wert S, für den auf unserer Ebene wir den Punkt A erreichen können. Das heißt, er liegt definitiv in der Ebene. Und es muss auch hier nicht heißen, P liegt in der Ebene. Das ist falsch, sondern das ist ja der Punkt A. Und der liegt in der Ebene. Gut aufgepasst. Jetzt haben wir noch eine Zusatzfrage. Was wäre denn gewesen, wenn für S da zwei verschiedene Werte rausgekommen wären? Sobald der Punkt, der Moment erreicht war, dass für S zwei verschiedene Werte rauskommen, dann ist das LGS nicht lösbar. Und da hätten wir schon an der Stelle Schluss machen können und sagen, A liegt nicht in der Ebene. Gut. Jetzt probiert ihr das Ganze mal für den Punkt B, ob ihr das genauso hinbekommt. Und wir zeigen euch die Lösung in 3, 2, 1. So, wir sind genauso gestartet wie gerade eben beim Punkt A. Wir haben wieder gleichgesetzt. Er hat ein Stückchen weiter aufgelöst und an der Stelle hier bin ich jetzt nicht in die LGS-Darstellung von vorhin, sondern direkt in die Matrix-Schreibweise. Nochmal zur Erinnerung, in der ersten Spalte steht jeweils das R, 1R, 3R, 5R. In der zweiten Spalte steht das S, 2S, minus 1S, 1S. Und in der dritten Spalte steht das, was hier drüben sozusagen rechts, also hier links vom Ist gleich steht. Und wir lösen es jetzt noch nicht von Hand, habt ihr gemacht. Wir wollen es euch jetzt nochmal zeigen, wie man es mit dem GTR macht. Und zwar nicht in diesem Equation-Lösungsfenster, weil wir erinnern uns, dort gab es Probleme, wenn es keine oder unendlich viele Lösungen gab, sondern wir machen das wieder im Run-Fenster hier oben. Dazu geht ihr einfach ins Run-Menü und der Teil ist jetzt schon eins weitergegangen. Mit genau, Exit geht wir zeigen es nochmal, wie man reinkommt. So landet ihr im Run-Menü. Wir müssen auf F3, da steht auch Matrix. Und dann könnt ihr eine Matrix eingeben, hier die Matrix A. Die erste Information ist,
dem Menschen, wie viele Zeilen, wie viele Spalten hat diese Matrix. Es sind hier drei Zeilen, 1, 2, 3 Zeilen und 1, 2, 3 Spalten. Sehr gut gezählt. Geben wir so ein, 3, Kreuz 3 und übertragen als erstes unsere Matrix, so wie sie hier steht. Ich denke immer 1, 2, 5, 3, minus 1, 5, 5, 1, minus 4. Und ihr seht, Herr Thein benutzt auch immer das Vorzeichen da unten beim Eintippen und nicht das Rechenzeichen oben, denn damit könnte es Probleme geben. Gut, es bringt jetzt nichts weiter hier Exit zu drücken, denn hier wird noch gar nichts gelöst. Wir müssen zurück in unser Run-Menü über Exit und ihm jetzt erstmal sagen, dass diese Matrix gelöst werden soll. So, dazu klicken wir auf Option, dann auf F2 für Matrix. Dann ist hier noch nicht Befehl, dann müssen wir F6 eine Seite rüber und da ist der Befehl RREF, F5. Dann holen wir noch die Matrix. Es gibt eine schöne, einfache Variante, wie man die auch kriegt. Und zwar unten bei der 2 steht das Wort MAT für Matrix schon gelb. Das heißt, ihr müsst die Shift-Taste drücken und die 2. So, jetzt brauchen wir noch die Matrix A. Da drücken wir die Alpha-Taste. Und wo steht das A? Da unten, direkt unten drunter. Gut, und jetzt Excel. Und jetzt ist hier diese Matrix von vorher schon in vereinfachter Form dargestellt. So, jetzt müssen wir das hier wieder auslesen. Wäre auch mal an der Zeit, es wieder zu wiederholen. Wir erinnern uns, für was steht die erste Spalte? Die erste Spalte steht für R und die zweite? Für S. Und die dritte ist für die Zahl. Ja, Tim, was bedeutet denn die erste Zahl? Lesen wir die erste mal aus. Hier steht 1R plus 0S, das können wir wegslassen, ist gleich 0. R ist gleich 0. Okay. Super, Ergebnis so haben wir schon, Problem. Können wir schon unterstreichen und freuen. Passt. Nein, okay, nicht. Dann ist die zweite Zeile stehen. Eben direkt. Was steht da? Ja, einfach S ist 0. Da steht S ist 0. Und die dritte? Da steht 0R plus 0S ist gleich 1. Also da steht 0 ist gleich 1. Und das ist der Grund, warum ich mich hier lieber nicht freuen würde, denn das ist eine falsche Aussage. Ja, aber ein falsches Ergebnis ist ja auch im Endeffekt ein Ergebnis, sich zu freuen, weil wir haben Widerspruch. Und Widerspruch heißt im Endeffekt, wir haben keine Lösung. Genau, es gibt kein R und S, sodass der Punkt B auf unserer Ebene liegt. Und das sollten wir nur rausfinden und können es also auch angeben. B liegt nicht auf E. Okay. So, und auch wenn Widerspruch rauskam, können wir uns freuen, die Aufgabe gelöst zu haben und kommen zur nächsten Aufgabe. So, die Aufgabe 2 ist ein bisschen knifflig. Prüfe, ob die beiden Geraden G1 und G2 sich schneiden. Gib, falls möglich, eine Parametergleichung der Ebene E an, die eindeutig durch G1 und G2 festgelegt wird. Hier habt ihr die zwei Geraden. Ja, aber Geradenschnitt, wir wollten doch eigentlich über Ebenen reden. Ja, aber wenn die Geraden sich schneiden, dann gibt es eine ganz einfache Form, die Parametergleichung der Ebene festzulegen. Ah, okay. Eine Idee? Wir überlegen mal eine Runde. Ich würde sagen, probiert ihr erstmal aus, ob ihr den Schnittpunkt der Geraden rausbekommt. Das haben wir schon gemacht. Und wenn wir den haben, überlegen wir zusammen weiter, wie man daraus eine Ebene machen kann. Und zwar in 3, 2, 1. So, ihr seht, ich habe die Aufgaben GTR eingeblendet. Den werden wir auch direkt brauchen. Erstmal machen wir einfach G1 gleich G2. Das heißt, wir setzen die Geraden gleich. Ja, aber wir setzen gleich. Warum prüfen wir denn nicht, ob die Richtungsvektoren nicht erst ein Vielfaches voneinander sind, wie immer? Eigentlich hatten wir gesagt, bei einer Lagebeziehung, wir überprüfen erst das. Allerdings ist hier direkt in der Aufgabenstellung gesagt, wir sollen rausfinden, ob sie sich schneiden oder nicht. Wenn sie sich nicht schneiden, könnten sie natürlich parallel oder windschief sein. Aber das ist für den Fall völlig egal. Es geht nur darum, schneiden sie sich oder nicht. Deswegen sparen wir uns die Parallelität der Richtungsvektoren und prüfen direkt, ob es einen Schnittpunkt gibt oder nicht. Ja, und ich habe es hier direkt auch mal aufgeschrieben einfach. Und wichtig ist hierbei, dass ich hier das T benutzt habe und hier das T aber ausgetauscht habe durch einen anderen Buchstaben, S. Ich muss immer da zwei verschiedene Buchstaben nehmen, das haben wir ja schon mal erwähnt. Denkt bitte daran. Und dann ist es so, alle Vektoren mit Buchstaben vorne dran kommen auf die eine Seite und alle anderen Vektoren ohne Buchstaben auf die andere Seite, also minus S mal 101 und minus 112. Gibt dann T mal 231, der bleibt einfach. Plus S, ich schreibe hier absichtlich Plus, kann hier dann direkt die Koordinaten mit einem negativen Vorzeichen machen, also minus 1, 0, minus 1, ist gleich 2, 3, 1. 3 minus 1 ist 2, 4 minus 1 ist 3, 3 minus 2 ist 1. Passt so? Passt so. Gut, und warum habe ich es hier nochmal in Matrix-Schreibweise hingemacht? Na gut, von der Matrix-Schreibweise aus können wir es direkt wieder in die GTA eingeben, was wir jetzt an der Stelle auch machen werden.
Momentan ist es noch von vorhin, von der ersten Aufgabe, unsere Lösung. Wir müssen das jetzt sozusagen ändern. Wir gehen wieder ins Matrix-Menü. Es ist immer noch eine 3-Kreuz-3-Matrix. Allerdings noch die andere. Herr Fähnrich, diktieren Sie mir bitte mal schnell die also neuen 2 Einträge. Minus 1, 2, 3, 0, 3, 1, 1, 1. Und hier ist jetzt was ganz Schönes. Also wir gehen jetzt wieder zurück, erstmal mit Exit. Aber ihr habt ja oben schon RF Mat A dastehen. Das heißt, ihr könnt mit dem Cursor jetzt einfach nach oben klicken. Nochmal. Und diesen Befehl nochmal ausführen, denn jetzt führt er ihn aus mit der geänderten Matrix und kommt auf ein anderes Ergebnis. Gucken wir mal. So, jetzt schauen wir an, was daraus folgt. Ein dicker Folgepfeil, und zwar mit dem GTR, weil hier haben wir GTR benutzt. Fragen wir doch mal, Herr Tein, was daraus folgt. Was folgt aus der ersten Zeile? Na gut, lesen wir die. Schreiben wir gar nicht hin. In der ersten Zeile steht, 1 mal T plus 0 mal S ist gleich 1. Das bedeutet also T ist gleich 1. Sehr gut. In der zweiten Zeile steht 0 mal T plus 1 mal S ist gleich 0, also S gleich 0. Und in der dritten Zeile steht 0 mal T plus 0 mal S gleich 0, also 0 ist gleich 0. Ja, ist die dritte Zeile jetzt wieder ein Problem? Nee, 0 ist 0, das passt, das kann sogar ich. Gut, und ansonsten haben wir ein T gefunden und wir haben ein S gefunden. Das bedeutet also, die beiden Geraden, was tun die? Die schneiden sich, weil wir hier eine Lösung haben. Und wir können ja auch ganz direkt den Schnittpunkt angeben. Gerade wenn ein Parameter hier 0 ist, geht es ganz einfach. Was folgt denn daraus für den Schnittpunkt? Na, dann gehen wir hoch zu der Geraden, in die wir S eingesetzt haben. Das ist oben 343 plus S mal 101. Die. Und wenn S gerade 0 ist, dann ist der Schnittpunkt also der Stützvektor dieser Geraden, nämlich 343. Sollen wir das nochmal kurz überprüfen mit der anderen Geraden, bei welch 343 ist? Ich mache das einfach mal. Ich setze hier für T1 ein. Mach 1 plus 1 mal 2 ist 3, passt. 1 plus 1 mal 3 sind 4. 2 plus 1 mal 1 sind 3. 3 für 3. Wunderbar. So, wir haben das jetzt auch mal grafisch dargestellt. Wir erläutern mal, was wir hier gezeichnet haben. Nehme ich hier zwei Geraden, G1 und G2. Dann, da wo wir die Kreuze gemacht haben, sind, ist der Punkt, der im Endeffekt hier rechnerisch der Stützvektor war. Wir erinnern uns, wir haben gerade eben festgestellt, dass bei G2 der Stützvektor zufälligerweise gerade der Schnittpunkt ist, so haben wir es auch dargestellt. Mhm. Bei G1 ist es irgendein beliebiger Punkt, das wissen wir jetzt nicht genau, wie der dazu liegt, das ist ja nur eine Skizze. Und an diese beiden Punkte haben wir die Pfeile angehängt, die sozusagen diese Richtungsvektoren repräsentieren. Richtig. Und jetzt müssen wir nur überlegen, naja, für eine Ebene brauchen wir ja immer einen Punkt und zwei Spannvektoren, die die Ebene aufspannen. Und hier können im Endeffekt, und das ist das Schöne, die zwei Richtungsvektoren der Geraden als Spannvektoren der Ebene herhalten. Und zwar müssen wir sie einfach, wir können das einfach sehen, wenn Herr Thein den einen Richtungsvektor der Geraden G1 einfach mal verschiebt. So, wir erinnern uns, ein Vektor, der geschrieben wird mit einem Kleinbuchstaben, wird dargestellt als Pfeil mit einem beliebigen Anfang. Das heißt, ob der hier unten anfängt oder hier anfängt, das ist gerade egal. Ich kann ihn also auch an den Punkt S anhängen. Und jetzt haben wir einen Punkt, der auf der Geraden liegt und zwei Spannvektoren und können daraus die Parametergleichung einfach aufschreiben. Ich schreibe sie mal auf. So, ich habe die Parametergleichung der Ebene mal aufgeschrieben. Und zwar ist hier E, X ist 343, das ist der Stützvektor, plus T mal 231, der eine Spannvektor, plus S mal 101, der andere Spannvektor, und T und S sind natürlich Elemente der reellen Zahlen. So, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht ganz, Herr Thein hat nochmal eine schöne Möglichkeit, wie er uns das Ganze zeigen kann. Herr Thein, bitte schön. Wir veranschaulichen, wie neulich schon mal im Video, die beiden Geraden durch zwei Stifte. Und wir überlegen uns mal, die schneiden sich. Das bedeutet, haben einen Schnittpunkt, egal aus welcher Perspektive wir das Ganze betrachten. Und Herr Fähnrich illustriert uns jetzt mal, wie dadurch eine Ebene entsteht. Ich habe hier einen Teil der Ebene mal vorbereitet, ein weißes Blatt Papier. Und jetzt seht ihr die Ebene, in der die zwei Geraden liegen. Herr Thein seht ihr leider nicht mehr. Na toll. Naja, aber ihr seht die Ebene mit den zwei Geraden. Und ihr seht auch, da die Geraden beide in der Ebene liegen, könnte man natürlich auch jeden Punkt, der auf den beiden Geraden liegen, als Stützvektor benutzen. Man müsste nicht unbedingt den Schnittpunkt benutzen, man könnte auch den Punkt benutzen oder den Punkt. Oder dem Punkt. Das wäre egal.
Danke. Bitte, jetzt sieht man Herr Thein wieder. Und Herr Thein, haben Sie noch was zum Abschluss zu sagen? Nö, ich glaube nicht. Das waren jetzt zwei weitere Aufgaben zu unserer Parameterdarstellung von Ebenen. Die üben wir zusammen. Bis dann. Bis dann. Ciao.